Karlsruhe. Stefan Lommatsch vom Abschleppdienst Böhler kümmert sich um liegen gebliebene Lkw. Der erste Auftrag führt ihn auf die Autobahn. Wir fahren jetzt auf die A8 Richtung Stuttgart. Da ist in der Baustelle ein Lkw liegen geblieben. Vermutlich Keilriemendefekt. Da ist der Servicemechaniker von Mercedes-Benz vor Ort und hat da die Diagnose gestellt und er hat uns jetzt beauftragt, das Fahrzeug abzuschleppen. Weil man natürlich auf der Autobahn so große Reparaturen schlecht machen kann, weil man auch eventuell von unten ans Fahrzeug dran muss und man das natürlich ohne Grube nicht machen kann. Der Kehr steht halt im Baustellebereich drin, ja. Jetzt ist die Frage, macht er irgendeine Fahrbahn zu? Ist vielleicht die Polizei vor Ort? Muss man vielleicht rückwärts in der Baustelle gegen das Fahrzeug ranfahren? Stefan Lommatsch ist seit 21 Jahren Abschleppfahrer. Ich bin auch 99 zufällig an den Beruf rangekommen, ja, aus der Selbstständigkeit raus. Da habe ich einen Unfall gehabt und bin dann nach langer Krankheit quasi dumm dazugelaufen zu dem Beruf. Ist halt ziemlich abwechslungsreich. Man macht alles, man schraubt, man fährt Lkw und es ist jeden Tag eine andere Herausforderung. Und das ist ja nicht das, was der Beruf so interessant macht. Ah, da steht er. So, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir dürfen dich abschleppen. Ja. Mercedes-Benz war vor Ort, gell? Ja, schon. Okay. Sind Sie schon wieder gefahren, oder? Mercedes-Benz? Ja, schon. Okay, alles klar. Okay. Wir nehmen dich jetzt vorne hoch, fahre dich auf Badebade dann und dann wärst du auch verarztet. Ich denke, 2 oder 3 Minuten kommt andere Feuerzeug. Bleibt auf. Hier lassen wir Auflieger oder? Ah, okay. Müssen wir, wenn der Auflieger da bleibt, ist okay. Dann muss es nur wissen, dass wir absatteln. Okay. Okay, alles klar, super. Alles klar, danke. Ja, wir haben Glück gehabt, dass es nicht mitten, also in der Steigung passiert ist, weil so weit konnte er wahrscheinlich nicht mehr fahren, weil ja rechts diese Beplankung war. Dann hätte er wahrscheinlich die komplette rechte Spur zugemacht. Wäre erstens ein riesen Stau entstanden nach unten, weil ja kein Fahrzeug mehr vorbeikam. Und ja, und so war es gut, dass er noch aus eigener Kraft in die Baustelle reinfahren konnte. Kannst du noch fahren? Ja. Weißt du, dann hätte man vielleicht im Vorfeld absattelt, dann hätte man das Auto gedreht und hätte hin und hochgenommen. Dann brauche ich gleich Lenkwelle nachher ausbauen. Ja, ich könnte mein Vorfeld machen. Motor läuft, ohne Probleme, ja. Dann fahre ich ein paar Meter vor, dann du mir absattelt, dann drehst du mir das Auto gleich und dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay. Okay? Also. Ich fahre jetzt ein paar Meter vor. Weil da ist eine Ersatzzugmaschine gekommen und die tun die Zugmaschine tauschen und dann kann ich das Fahrzeug nach hinten hochnehmen. Somit kann ich mir die Gelenkwelle sparen, auszubauen. Mittlerweile ist ein Kollege des Fahrers mit einem Ersatzfahrzeug angekommen. Servus! Ihr sattelt ab, gell? Und dann drehen wir gleich. Ja, kann er noch absatteln? Kann er wegfahren noch? Ja, ja, ich habe gesagt, er läuft noch. Hat er gesagt. Okay, okay. Also sattle mir schnell ab. Ja, ja, ich helfe euch geschwind. Kein Problem. Wir tun jetzt den Auflieger von der Zugmaschine trennen und das sind die Stützen quasi, dass der Auflieger stehen bleibt. Dann steht er nach vorne runterkippen. Handbremse machen wir zu noch hin, ja? Eine Handbremse bei einem Auflieger ist gesetzlich vorgeschrieben.
Nee, rausziehen. Jetzt, ja. Jetzt. Dreh ich mal gleich ums Auto und fahr ich gerade rückwärts dagegen. Nee, du mal gleich drehen, sei so gut. So klein die Wahrscheinlichkeit auch wäre, die Zugmaschine könnte im schlimmsten Fall hinten runterfallen. Gut. Lass deine Luftfederung gerade noch hoch. Wir tun jetzt Abstämmen vorbereiten, tun wir unterbauen, dann tun wir Gabeln und mit Ketten sichern und dann wieder abschleppen. Ja, man muss jetzt halt gucken, dass man beim Aufnehmen, dass man halt nichts beschädigen tut am Kundenfahrzeug, weil das wird noch auf unsere Last repariert. Dann muss man jetzt halt gucken, dass man das Fahrzeug beschädigungsfrei abschleppt bekommt. Es kann jetzt auch sein, dass man nachher jetzt noch mal ein bisschen korrigieren muss mit dem Fahrer. Das sieht man aber jetzt dann. Um richtig abschleppen zu können, braucht man Jahre. Ja, also das lernt man nicht von einem Jahr aufs nächste, weil jede Situation anders da ist. Ich komme heute auch noch an Situationen dran, wo man sagt, ja, okay, wie geht man es jetzt an? Und muss dann irgendwie gucken, dass man es halt von der Bahn bekommt. Ich sage mal, im Schnitt braucht man ca. zwischen 3 und 5 Jahre. So, jetzt hängt er mal. Jetzt tun wir das Ganze noch mit Ketten sichern, damit er nicht während der Fahrt verrutscht oder vor oder zurückrutscht. Also mir persönlich ist noch nicht passiert, dass es runtergefallen ist. Andere haben wahrscheinlich schon mal verloren, ja. Aber toi, 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 bis jetzt noch nicht. Und das ist eigentlich so für mich der ideale Job, weil ich hier quasi alles verwirklichen kann, was ich gern mache. Ja, ich fahre gerne LKW, ich war früher auch im Fernverkehr und habe aber auch durch meine Lehre immer gerne am Fahrzeug geschraubt und hier kriege ich alles unter einen Hut und bin abends trotzdem zu Hause bei meiner Frau. Wenn du jetzt noch das Lenkrad noch fixiere, weil das neue Fahrzeug hat kein Lenkradschloss mehr, da muss man das Lenkrad gegen Verdrehen mit Spanngurte sichern. Das mache ich jetzt gerade noch fest hier oben. Eine fehlende Sicherung hätte schwere Folgen. Da wird er wahrscheinlich anfangen, das Fahrzeug sich aufzuschaukeln, zu schlingern und im dummer Fall zu verlieren, wenn es ganz dumm läuft. So. Und natürlich das Lenkrad kann man jetzt probieren, das ist jetzt fest, ja, also da passiert jetzt nichts mehr. Machen wir noch Wandlinganlage an, Standlicht. So. Dann war es das eigentlich. Der Kollege des Fahrers fährt zusammen mit Stefan Lommatsch in die Vertragswerkstatt. So ein Abstellvorgang kostet in der Regel so zwischen 600 und 900 Euro tagsüber, wenn man bei 2 bis 3 Stunden.
Eine Stunde später geht es für Stefan Lommatsch zum nächsten Auftrag. Ein LKW ist auf der Autobahn liegen geblieben. Wir fahren jetzt auf die A5 Richtung Süden, also Richtung Basel. Dort steht immer Parkplatz drin, ein LKW, wo vorne rechts ein Reifenplatzer gehabt hat. Und dieser umherschlagende Reifen hat einen ziemlichen großen Schaden am Fahrzeug verursacht. Kann man vor Ort nicht reparieren, muss abgeschleppt werden in die Werkstatt. Das Problem wird jetzt halt sein, das Fahrzeug, ich habe Fotos gesehen schon von dem Fahrzeug, da liegt mit der Felge komplett unten auf. Das Fahrzeug müssen wir jetzt halt irgendwie versuchen anzuheben, dass wir das Fahrzeug unten an der Achse packen können und anheben können. Und dann eventuell auch absatteln wieder oder komplette Einheit schleppen. Der Schaden am Fahrzeug ist schlimmer als angenommen. Also so einen Fall in diesem Ausmaß haben wir eigentlich selten.